Lange bevor das Solvorb-Loch verschlossen wurde, kämpfte Kron für die Liga. Ihr Führer, der Vater, war mit Krons Methoden nicht einverstanden und opferte ihn in der letzten Schlacht gegen unsere Vorfahren. Jedenfalls dachte er das. Krons Wut darüber wurde nie schwächer und damit hielt er Sol zusammen. Wir dachten, wir kämpften für eine Zukunft, aber in Wirklichkeit ging es nur um Blutrache, die von Kron gegen den Vater. Dabei wird es keinen Sieger geben. Ich sehe etwas kommen, was mir sehr vertraut ist. Bürgerkrieg. Ein Treffer war das Ende der Navy. Seit ich im Gefängnis bin, höre ich meine Kameraden nach Kron rufen. Manchmal in der Nacht rief auch ich nach ihm. Hört er uns? Es geht nicht um mein Leben, aber ich kann nicht einfach zusehen, wie die Navy dem teuflischen Ego der Elite geopfert wird. Gehört Kron auch zu ihnen? Ich wurde vor ein Gericht gestellt und schuldig gesprochen, bevor ich überhaupt ein Wort gesagt hatte. Schuldig an allem, was ihnen einfiel. Ich hoffe, Kron begreift, was da vor sich geht, bevor die Navy völlig am Ende ist. Für mich wird es zu spät sein. Dafür werden sie sorgen. Es sah so aus, als ob sich die Navy in Luft aufgelöst hätte. Es gab nur noch Kronos und den Lärm von Hunderten von Stimmen, die alle durcheinander schrien. Ich konnte nicht mehr atmen. Kron ist tot! Die Liga verbreitet, dass er ein Krimineller war, der den Tod verdient hatte. Der Widowmaker. Sie behaupten, sie meinen es nicht böse, aber in Wirklichkeit werden wir für den Rest unseres Lebens ihre Gefangenen sein. Die Liga versucht, ihren Kampf gegen uns als Kampf gegen die Tyrannei zu rechtfertigen, den sie bis zum Ende führen muss. Sol soll für immer zerstört werden. Damit wird unser einziger Lebensraum zerstört. Die Liga hat es beim ersten Mal nicht geschafft, die Navy völlig zu zerschlagen. Jetzt haben sie eine zweite Chance. Die werden sie sich wohl nicht entgehen lassen. Sie haben unser gesamtes System mit einem Bombennetz überzogen. Aber unsere Navy hat Nova-Torpedos um die Sonne platziert. Kron wird das System noch vor der Liga in die Luft jagen. Sein, unser Trotz erfüllt mich mit Stolz. Wenn Krons Signal kommt, werden wir mit Freuden sterben. Die Gefängnisse der Liga sind vollgestopft mit Navy-Gefangenen, die kaum noch leben. Verdammt. Wir wissen, dass Kron leiden muss. Wir hören von seinen Demütigungen vor Tausenden von Liga-Anhängern. Tausenden, die nach seinem Blut schreien. Das ist das Schlimmste von allen. Jetzt beginnt die systematische Ermordung meiner Kameraden. Wir kennen das Risiko. Ich fürchte den Tod nicht.